Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Thorsten Glauber, ich meine, zum Kirchner kommen wir gleich noch, aber lieber Thorsten, vor über einem Jahr waren die Freien Wähler noch für Stromtrassen und Leitungen. Natürlich stimmt's, als der Pole und der Aiwanger geschwenkt sind, seitdem ist es nicht mehr so. Wir haben etliche Dialoge hier im Landtag verbracht, wo die Freien Wähler noch deutlich für Trassen waren. Ja, Herr Kirchner, ich hätte mir tatsächlich heute einfach mehr Sachlichkeit gewünscht. Ich weiß, dass es schwer zu verkaufen ist, wenn man selbst ursprünglich die Trassen geplant hat, sie dann 1,5 Jahre bekriegt hat und jetzt wieder zurückkehrt und sagt, naja, fangen wir vielleicht doch wieder an. Dass das alles problematisch ist, darzustellen, kann ich verstehen. Ich hätte an Ihrer Stelle auf diesen Dringlichkeitsantrag heute tatsächlich verzichtet. Als ich gemeinsam mit dem Kollegen Erwin Huber am 21. Januar im Bürgerforum beim Bayerischen Rundfunk war, da ging es ums Thema Stromtrassen, hat Erwin Huber sehr sachlich, sehr fachlich, ich meine auch sehr klug gesagt, dass es wohl ohne Leitungen nicht gehen wird, hat Erwin Huber am 21. Januar gesagt. Am selben Tag sagte Frau Aigner, Bayern werde wohl nur eine Trasse brauchen. Am Tag drauf sagte Horst Seehofer, der Ministerpräsident Bayern, brauche überhaupt keine Trasse. Drei Meinungen. Und ich kann nur sagen, lieber Herr Huber, ein großes Kompliment. Irgendwie sind Ihnen der Ministerpräsident und die Frau Energieministerin gefolgt. Ich sage, vielleicht waren Sie relativ klug, weil Sie nämlich tatsächlich nicht nachgegeben haben. Auf jeden Fall sind wir heute da, wo wir sind. Es kommen Leitungen, lieber Herr Kirchner, sie kommen. Sie kommen auf bestehender Infrastruktur, sie kommen zum Teil als Erdverkabelung. Das steht aber alles in diesem Eckpunktepapier so fixiert auch noch nicht drin. Jeder, der das liest, kann nur feststellen, dort werden die End- und Anfangspunkte noch mal diskutiert und die Priorisierung der Erdverkabelung rutscht vor die der Freileitungen. Das steht da drin. Jetzt wird man sich aber sehr genau anschauen müssen, wie das alles technisch umsetzbar ist. Deswegen würde ich an Ihrer Stelle einfach noch mal ganz tief Luft holen und zurückkehren zur Sachlichkeit. Ja, es ist auch schwierig, das kann ich übrigens verstehen, für alle CSU-Abgeordneten. Nach 1,5 Jahren, wo immer sie rumlaufen mussten, haben sie gesagt, die Trassen werden nicht kommen. Das ging ja so weit, dass sogar in Neuburg-Schrobenhausen CSU-Politiker gesagt haben, wenn die Bauzäune kommen, dann ketten wir uns da dran. Ist schwer, das jetzt wieder alles umzukehren, kann ich nachvollziehen. Vielleicht ist auch die Präsenz deswegen bei Ihnen heute so schwierig. Dann kommen wir zum Thema Priorisierung Erdverkabelung. Der Ministerpräsident und die Energieministerin sind nun tatsächlich dem Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers gefolgt, lieber Herr Kirchner. Das ist so. Der Vorschlag kommt von dem Bundeswirtschaftsminister. Und bevor Sie jetzt rufen, Sie hätten das alles durchgesetzt, kann ich Frau Gothe auch nur heranziehen. Und ich habe ihn jetzt auch mitgebracht, nachdem Sie gerade bezweifelt haben, dass 2014 sowohl von den Grünen als auch von der SPD Erdverkabelungsanträge hier im Landtag gestellt wurden. Unserer lautete vom 4. Februar 2014, Energiedialog war da noch lange nicht in Sicht, aber die ersten Trassenverläufe wurden vorgeschlagen. Da haben wir hier als SPD-Fraktion den Antrag gestellt, Stromtrassen durch Bayern, Gedankenstrich, Erdverkabelung priorisieren. Den haben Sie abgelehnt, lieber Herr Kirchner, liebe CSU. Insofern sind wir tatsächlich sehr froh, dass jetzt die Unionsparteien sowohl bei der Erdverkabelung als auch bei den Mindestabstätten etc. so weit sind, dass sie eingeschwenkt sind. Etwas anderes ist es nicht. Versuchen Sie, nichts anderes zu verkaufen. Ich glaube generell, dass sich die Energiewende zu dem Zeitpunkt, wo sie sich im Moment befindet, nicht immer nur für eine dicke Hose eignet, weil das macht gar keinen Sinn. Lassen Sie es uns doch wirklich sachlich angehen. Sie sind gekommen und haben gesagt, okay, wir machen die Erdverkabelung. Sie haben eingesehen, ja, wir werden ohne Leitung nicht zurechtkommen. In Ordnung, dann ist das jetzt so, was bitter ist, wir haben 1,5 Jahre verloren. Das ist verdammt bitter. Ja, dann kommen wir zum Strommarktdesign, weil Sie das auch schon formuliert hatten. Frage der Gaskraftwerke. Da sollten wir, liebe Frau Aigner, glaube ich, auch ehrlich herangehen. Sie sind mit dem Wunsch nach Berlin gefahren, einen fokussierten Kapazitätsmarkt zu bekommen für Gas. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, Herr Kirchner, angeblich auf Leitungen zu verzichten, wenn wir sehr, sehr viel Gas verwenden würden, wir hier in Bayern. Könnten wir auf Leitungen eventuell verzichten. Ob das eine Energiewende hin zu den Erneuerbaren ist, das darf man, glaube ich,
bezweifeln. Wie ist Frau Aigner jetzt zurückgekommen? Sie hat keinen fokussierten Kapazitätsmarkt für Gas mitgebracht, sondern sie hat das mitgebracht, Entschuldigung, was ich auch vor eineinhalb Jahren schon gesagt habe, sie hat mitgebracht eine Kapazitätsreserve, die ist auch volkswirtschaftlich darstellbar und das ist der Kapazitätsmarkt nicht, lieber Herr Kirchner. Also insofern beim Strommarktdesign hätten Sie irgendwelche Bahnen gebrochen, ich wüsste nicht welche. Das, was Sie wollten, haben Sie nicht bekommen, weil es volkswirtschaftlich sich nicht rechnet. Jetzt bekommen Sie eine strategische Reserve, die durchaus klug ist. Und mit dieser Reserve wird Irsching laufen. Auch das haben Sie nicht angeblich durchgesetzt, sondern das ist in der Logik der Sache. Wenn wir eine strategische Reserve bekommen, da ist Irsching als modernes Gaskraftwerk enthalten. Das war aber auch schon vor dem Koalitionsgipfel letzte Woche klar. Doch, steht auch in den Zeitungen, aber sei es drum, einfach mal vielleicht auch so annehmen. Nun haben wir einen Nachzieher nochmal gebracht, der weitestgehend das ja natürlich auch nicht nur begrüßt, sondern wir würden uns wünschen, und das ist beim Energiedialog eben nicht herausgekommen, wie sehen denn die Ausbauziele für erneuerbare Energien aus in Bayern? Wir kennen diese Zahlen noch nicht. Sie sind auch beim Energiedialog nicht erarbeitet worden. Sie haben mir diesen Wunsch in meinem Antrag vor 10 Tagen abgelehnt, lieber Herr Kirchner, mit folgender Argumentation. Jetzt müsse erst in Berlin alles festgelegt werden und dann könnten Sie uns die Ausbauziele aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium nennen. Doch, klar, steht ja in jedem Protokoll. Die Argumentation, die übrig blieb, war, wir müssen erst mal abwarten, was in Berlin kommt. Jetzt hat sich die Große Koalition festgelegt, alle Berliner Sachen sind festgezurrt und jetzt erwarten wir in der logischen Folge die Ausbauziele und wir erwarten in der logischen Folge ein Gesamtkonzept, lieber Herr Huber. Ja, keine 3 Tage seit dem Energiedialog, weil der liebe Herr Kollege Huber, kluger Kopf, sagt, wir haben nur 3 Tage gehabt im Ministerium. Das stimmt, lieber Herr Huber, aber seit dem Energiedialog haben wir über 4,5 Monate. Da darf man sich schon fragen, was da drin gearbeitet wird. Aber das ist auch keine Beleidigung, aber da geht, glaube ich, mehr. Und ich glaube, die Energiewende braucht Zeit. Und wenn Sie sagen, lieber Herr Kirchner, dass die bayerische Wirtschaft wahnsinnig glücklich ist über ihren angeblichen Erfolg, die bayerische Wirtschaft, die hatte echt Druck, die hatte echt Schiss, dass es nicht mehr weitergeht, bald mit der Versorgungssicherheit. Die sind einfach nur froh, dass sie endlich, sage ich mal, das Chaos beenden und anscheinend auf eine relativ logische Spur kommen, indem sie dem Bundeswirtschaftsminister folgen. Nun gut, jetzt würden wir Sie bitten, unserem Antrag zuzustimmen. Der ist logisch, der ist richtig und er widerspricht nicht Ihrer Argumentation bisher. Deswegen bitten wir um Zustimmung. Bei den Grünen muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir gewünscht, klar, dass die Kohleabgabe gekommen wäre. Sie ist nicht gekommen, aber da muss ich auch sagen, das lehnen wir ab heute, weil ich sage ganz klar, lassen Sie uns mit dem Staatssekretär Barke jetzt nach vorne gehen. Wir müssen andere Wege gehen. Wenn wir uns in den 16 Bundesländern nicht auf die Kohleabgabe verständigen konnten, dann müssen wir jetzt andere Instrumente zusammensetzen. Und ich glaube, da müssen wir nach vorne gehen. Den Antrag der Freien Wähler, da habe ich einfach ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen. Den lehnen wir ab. Geht gar nicht. Danke.